Pizza mit scharfer Salsiccia. Ich nehme eine 400-Gramm-Dose Tomaten, Knoblauch nach Belieben, einen guten Schuss Olivenöl, Salz, eine Prise Zucker, einen Teelöffel Oregano und etwas Basilikum. Ich mache den Teig selbst und friere ihn ein. Man kann ihn aber auch bei einer Pizzeria um die Ecke kaufen. Etwas Maismehl in die heiße Pfanne und hinein damit. Man braucht etwa eine Tasse Soße und viel Salsiccia, Mozzarella, der geriebene aus der Tüte. Dann noch Pecorino, der ist so schön salzig. Die backt nun so 12 Minuten. Es gibt scharfen Honig auch fertig zu kaufen, aber ich habe ja immer scharfe Soßen und Pasten zu Hause. Ich gieße das nun über die Pizza. Boom! Die ist köstlich und dauert nicht mal 30 Minuten.